Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, wir sind hier im Cosmo Canyon, ne? Wo ist das für der schöne Ort, ne? Ist die Musik jetzt irgendwie emotionaler oder bin ich mir nur ein? Ist voll friedlicher jetzt. War da vorher nicht so, ne? So, gut, wir sind hier im Cosmo Canyon. Wir haben Bogenhagen getroffen, den Großvater von Red 13, auch bekannt als Nanaki. Und ja, das hier ist Red 13 Heimat und hier sind alle voll im Einklang mit dem Planeten und der Natur und so. Und ja, hier ist ein Kartenspieler, aber darum kümmere ich mich noch nicht. Wir sollen an einem Seminar teilnehmen, ne? Und ich habe ja gerade Bird gefunden. Ich habe mich die ganze Zeit hier umgeschaut, wo meine Charaktere sind, aber dann ist mir eingefallen, die sind wahrscheinlich gar nicht alle am Rumlaufen, ne? Weil Tifa und Aeris sind jetzt gerade am Seminar, ne? Barrett habe ich gerade gesehen, Yuffie haben wir, mit ihr haben wir schon geredet. Kate Sif macht, glaube ich, ein Nickerchen und Red 13 ist halt irgendwie am Rumstreuen, ne? Also Barrett ist eigentlich die einzige Person, die wir ja noch ansprechen können. Also ja, komm. Guck mal, heute scheint ein Fest namens Seelengeleit stattzufinden. Das sollten wir uns ansehen, was meinst du? Okay. Ich dachte, ich habe eine Auswahl für irgendwas. Gut, dann gucken wir mal und dann soll ich das Kartenspiel machen. Um uns hier. Wie viele Kartenspieler sind hier? 3. Komm. Machen wir erstmal hier weiter. Weil wir können irgendwie nicht hier raus, ne? Wir können, glaube ich, hier noch nicht raus, bevor wir nicht alles hier abgeschlossen haben, ne? Wir sind gerade mehr oder weniger gefangen im Cosmo Canyon. Von hinten sah das irgendwie so aus, als wäre Hinata aus Naruto. Ja. Hier diese Lichtstrahlen sahen so aus wie diese Benches hier, ne, die Ninjas alle da haben, ne, an ihren Knien und den lila eine Top und so. Okay, also na, Hinata aus Shippuden, ne, meine ich natürlich. Auch wenn mein Äußeres andere, möge der Planet uns alle Zeit schützen. So, der echte Weg. Hagen hat mir alles berichtet. Nun steht einer Teilnahme am Seminar nichts mehr im Wege. Okay, ich muss sogar mit dem reden. Na gut, lernen wir mehr über den Planeten, nehme ich an, ne? Auch im spirituellen Sinne nur Energie verbrauchen. Seiner Logik nach waren ich und meine Kreativität. Nochmal. Er macht doch nicht so einen langen Text, wenn er so schnell abläuft. Und du, junge Dame? Du siehst so aus, als hättest du etwas zu berichten. Gern. Also ich... Nun ja, ich bin in den Lebensstrom gefallen. Der Lebensstrom ist ein wunderschöner Ort, erfüllt von Erinnerungen. Ich fühlte mich von Güte umschlossen und lang vergessene Erinnerungen strömten in mich. Es war warm dort, im Herzen des Planeten. Aber gleichzeitig herrscht dort Krieg. Ein Krieg gegen einen Mann, der den Planeten zerstören will. Ich meine, wir brauchen den Planeten und er braucht uns. Deshalb müssen wir kämpfen, entschlossen und mit vereinter Kraft. Doch auf das Wie habe ich noch keine Antwort. Ich dachte, hier würde ich sie finden. Das soll keine Kritik an der Planetenkunde sein. Und ich will auch niemandem Angst machen. Aber... Also... Tut mir leid. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber es gibt doch nichts zu entschuldigen. Und wenn du es noch einmal versuchen möchtest... Dann sind wir immer für dich da. Stell dir auch weiterhin diese Fragen. Denn dann wird sich die Antwort irgendwann zeigen. Nun denn, wir sollten uns so langsam an die Vorbereitungen machen. Meine Lieben, das Seelengeleit beginnt in Kürze. Cool.
Wir gehen schon mal vor. Macht er das? Während ich hier noch am Looten. Ob es tatsächlich Zeug zum Looten. Ich habe eigentlich nur so daher geredet. Okay, ich mache natürlich wieder alles kaputt, während ich hier bin. Macht die Chakren ja von allen Leuten ja kaputt. Das Feng Shui. Ist das Feng Shui? Ne, das heißt doch, das heißt so, ne? Feng Shui, wenn man irgendwie so Sachen an bestimmten Orten platzieren muss, ne? Damit man im Einklang ist, ne? War Feng Shui. Ich glaube ja, ne? Na gut. Was ich denn jetzt machen? Das Seelengeleit, okay. Was ist das? Lass mal schauen. Gucken wir uns das mal an. Ich wüsste, wo genau das ist. Hier ist eine Fliege, die jetzt hier voll direkt vor mein Gesicht rumschwert. Gehe nicht zu nah dran, sonst esse ich dich. So, mein Hals hat sich langsam schon so wieder ein bisschen erholt. Das Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt irgendwas anderes am Hals. Ich habe irgendwie, weil nicht, das ist irgendwie so eine Stelle am Hals, die die ganze Zeit wehtut. Und ich habe da auch irgendwie so eine, ich glaube, mich hat da was Schlimmes. Aber wenn ich da irgendwie dran gehe mit dem Finger, merke ich, dass da irgendwas ist. Da ist, als hätte ich mich irgendwie verbrannt oder so. Tut irgendwie weh. Also ja, mein Hals hat sich schon wieder beruhigt, ist nicht mehr so angestrengt. Aber jetzt habe ich irgendeinen anderen Mist. Kotzt mich an. Ich kann wortwörtlich jede andere Krankheit haben und trotzdem aufnehmen, nur nichts, was irgendwie was mit meiner Stimme zu tun hat. Das ist das Einzige, was ich brauche, um das hier zu machen. Das kotzt mich an. Da ist schon viel mehr von Final Fantasy 7 hier aufgeklaut. Da ist schon viel mehr hier von Final Fantasy 7 aufgenommen. Ich wäre schon, ich will das Spiel wirklich spielen, ne? Aber mein Hals bringt mich die ganze Zeit um und das kotzt mich an. Ja, er redet jetzt hier so. Das Feuer herumgesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Zähl schon, ich hör zu. Ich höre gern zu. Wenn ich an meine Mutter denke, dann explodiere ich beinahe vor Stolz. Weißt du? Ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Ich glaube, das ist 1:1. Ich kann noch nicht drüber reden. Ich glaube, das ist 1:1 so ein Text aus dem Original. Kann noch nicht drüber reden. So, also da ist irgendwann abgelaufen, ne, mit seinem Vater, ne? Hab mich vorhin mit einem Ältesten unterhalten. Da werden wir noch ein paar Sachen herausfinden. Zu glauben, wir könnten den Planeten retten. Der Planet würde sein Schicksal bestimmen. Und sich zur Not auch selbst von jeglicher Verschmutzung befreien. Sollen wir also einfach nur rumsitzen und nichts tun? Und unsere Nasen in Büchern vergraben? Nein, wir kämpfen. Wenn wir nicht kämpfen, wird sich auch nie etwas ändern. Das sehe ich auch so. Ich wusste, dass in dir ein vernünftiger Kerl steckt, Cloud. Okay. So, sind eigentlich alle schon blau? Sind alle schon voll gedeckt mit Alkohol? Das war ganz schön peinlich von mir, was? Macht dir nichts raus. Macht dir nichts draus. Reden liegt mir auch nicht, wie du ja weißt. Da sind wir uns dann wohl sehr ähnlich. Ich weiß nie, ob das immer eine gute Entscheidung ist oder nicht, weil da steht immer nur, die Verbundenheit hat sich verändert, aber irgendwie habe ich nie eine Ahnung, ob das heißt, da hat sich was erhöht oder gesenkt und so. So, Juffi. Was sagst du zu der ganzen Gelegenheit hier? Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Echt jetzt. Du Heilin. Ist man tot. Mehr nicht. Du scheinst es ja zu wissen. Du scheinst es ja zu wissen. Bitte? Was dich überhaupt? Du hast eh keine Ahnung. Nämlich irgendwie ein Rico aus Final Fantasy 10. War genauso irgendwie eingestellt. So. Kate, warum bist du grau? Habe ich noch keinen einzigen Punkt mit dir, oder ist das immer so? Früher habe ich Leuten, die das gesagt haben, immer widersprochen. Aber wenn man so zum Himmel hochsieht, muss man ihnen vielleicht doch recht geben. Dieses Seelengeleit. Okay.
So, genau so sieht der Cosmo Canyon übrigens aus hier, die ganze Zeit dunkel im Original. Und jetzt zünden wir uns an. Alten Volk. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra. Oder kannte uns. Denn ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden. Oft gefürchtet. Verfolgt. Und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war. Und das machte mich traurig. Aussichtslos. Nur so kann ich es beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. Und so gab ich auf. Sie anlächeln. Sehr, sehr überzeugend, Cloud. Doch. Am Ende hatte meine Herkunft auch etwas Gutes. Ich fand Freunde. Und heute geht es mir besser. Ich wurde belohnt. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Ich brauche kein normales Leben, solange ich sie an meiner Seite habe. Und für sie werde ich tun, was ich kann. So ein schöner Ort hier, ne? Wir kommen einfach hin, haben eine schöne Zeit. Und dann gehen wir wieder wahrscheinlich, ne? Nun gut, sind alle bereit? Ja, so habe ich gedacht, würdest du. Also auch hier. Würdest du ihn anlächeln? Ich glaube, der macht ja so eine Fratze. Ja, aber ist irgendwie gut, ne? Er ist irgendwie in Charakter, finde ich. Ich fühle mich befreit.
Sehr schön. Ach, hier warst du die ganze Zeit, Nanaki. Seine schrille Stimme. Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Ja, alles klar. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit? So, jetzt ist Red wieder dabei. Doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie Chatley zu wohnen. Fragt man sie hinterher, sagt... Ja, mal kurz gucken, okay. ...dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Denn dieser Zeremonie wohnt eine große Kraft inne und die Menschen spüren dies instinktiv. Sie sind ergriffen von dem, oh, ich höre den alten Mann zu. Fragt man sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen? Nun, danach verlangt es den wenigsten. Na. Warum? Wir sind im Alltag umgeben von Hunden, Katzen, Fischen und Pflanzen. Sie alle werden nicht umsonst Lebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. Oh, oh, tut mir leid, ich rede und rede hier. Ach, da geht doch wohl ab. Man wird, desto mürrischer schimpft man vor sich hin. Kein Ding. So, hier sind wir noch gar nicht gewesen, ne? Ich weiß, wo es als nächstes hingeht. Ja, sieht so aus wie da. Oh, oh, oh. Nun, wollen wir weitergehen? Aber ist diese Tür nicht versiegelt? Oh, Vault. Vault 101. Von Fallout. Der Zugang zu den Gefilden dahinter ist eigentlich untersagt. Aber du wirst dich nun einer Prüfung unterziehen. Was? Wenn du zu einem wahren Hüter dieses Tals werden möchtest, musst du dich ihr stellen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Nanaki wird eure Hilfe brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Hinter dieser Tür warten einige Gefahren auf euch. Bereitet euch also gut vor und lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Alles klar. Ein weiser Rat, Cloud 36. Lass mich erstmal neu rumlaufen. Gibt es irgendwie was? Die Schokobo-Prüfung da, aber. Das habe ich jetzt nicht so gemeint. Ich meinte. So, haben wir genau das Team, wollte ich haben: Red und Aris. Na gut. Wo bist du? Ja. Seid ihr bereit? Na gut, rein da. Dann lasst uns gehen. So ein schrilles Öffnungsgeräusch wie ein Fallout. Na gut. Die versiegelte Höhle. Unser Weg führt uns immer weiter bis ins tiefste Innere der Höhle. Hey. Ja, was willst du denn? Hey. So. Na gut. Wer seid ihr alle? Kommt ihr auf einmal, ja. Auch Teil meiner Party? Namenloser NPC schließt sich der Gruppe an. Warum seid ihr alle? So, ich muss erst mal bis meine ganzen Leute hier. Ja, drehen sie extra die Kamera um, ne? Ne, doch. Wir haben extra die Kamera umgedreht, damit man nicht sehen, warten muss, bis sie reinläuft. Nein. Doch. Meine Eltern waren beide Hüter dieses Tals. Und doch vom Charakter her völlig verschieden. Als wir angegriffen wurden, hat sich meine Mutter mutig und ohne zu zögern auf den Feind gestürzt. Sie starb beim Versuch, uns alle zu beschützen. Doch, mein Vater war ein Feigling. Er hat das Tal einfach im Stich gelassen und ist geflohen. Du hast also Sitte noch immer nicht vergeben. Wie könnte ich? Oh, oh, oh. Okay. So. Ja. Reds Vater war Seto Kaiba.
Übrigens, ja, den Namen kann ich auch noch. Ho, ho, ho. Von diesem Punkt ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Zwei weitergehen. Derjenige, der sich der Prüfung unterzieht und sein Beobachter. Okay. Wer ist der Beobachter? Ich. Ho, ho, ho. Alles klar. Dann wäre es wohl kaum noch eine Prüfung für Nanaki. Ich denke... Nur Beobachter. Du würdest perfekt passen. Was? Wieso gerade er? Was hat er? Nein. Seid mal nicht frech. Ho, ho. Sagt, wenn ihr bereit seid. Kann losgehen. Mein Gott. So, jetzt spiele ich mal Red. Ja, einen Moment. Du spielst ja echt jeden Charakter irgendwann. Was ist das hier? Soll das ein Shop sein? Da ist so ein Speichersymbol dran. Ich raten. Nein, war noch nicht. So, doch. Ich wusste es. Ich muss immer noch warten, dann wird einige von diesen Dingern irgendwann zum Verkauf angeboten. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Red hat was hat denn der Red hier? Maximal TP MP Regeneration. Er wissen nimmt die Kontrolle über Red. MP Maximum beim Töten von Gegnern 5% der TP. Ich habe so ein Gefühl, das wird jetzt irgendwie gerade ziemlich gut sein, ne? Für diese Situation. Warte mal. Zählt das auch für Dings hier, für Subvita bis hier sein Angriff? Ich nehme das mal. So. Bikerreif. Oh. Wann habe ich denn mit ihm irgendwann hochgelevelt? Okay, was nehmen wir hier? Magische Attacke kann ich zweimal hochleveln, aber er hat nur physische. Halt bei aktivieren der rechte Haltung TP. Was war jetzt mit dem neuen Effekt, den er bekommen hat? Okay, wir haben alle irgendwie. Wann habe ich denn das hier verpasst? Was nehmen wir ja? Löt verschoss auch, wenn er Elementare Materia benutzt er nicht. Limit Schaden, ja, sein Limit tut es irgendwie nicht so schnell hochleveln, finde ich. Will ich eine andere Waffe haben für ihn vielleicht? Sein Gatling Gewehr. Er hat zwar weniger Magie, nur ein Punkt, eigentlich ist das gar nicht so. So dramatisch dann, ne? Was hast du denn da für Werte drin, ne? TP Maximum, Feuerstoß. Ja, und Feuerstoß ist immer irgendwie. Und da wäre ich gesagt auch nicht schlecht, ne? Stärkere Schaden oder schneller ATB Bonus. Und dann kann er mehr Angriffe, ne? Dann kann er mehr Angriffe, ja, einsetzen, ne? So, ich habe gar nicht gewusst, dass ich jetzt mit jedem Charakter hier drei Dinge habe. So, dann nehmen wir letzter Strom. Er wird einmal im Kampf auf Kampf und Fähigkeit. Ja, nehmen wir. So, irgendjemand anders noch? Nö. So, dann gucken wir mal hier. Toxin, du hast Heilung, oder? Ja. Und Barrett. Du hast auch alles, ne? Stein, genau. Okay. So, dann rocken wir mal mit Red 13 hier, ne? Es kann losgehen, sobald ihr bereit seid. Möge der Planet euch alle Zeit schützen. Wer seid ihr? In der Höhle ist es nicht ungefährlich. Passt bitte gut auf euch auf. Warte mal. Analyse. Red hat Analyse, ne?
mit ziemlich sicher Analyse, ne? Also Analyse, okay. So, nochmal Analyse, nochmal Vita, eigentlich alles okay. So, cool, jetzt haben wir nochmal ein kleines. Siehe, du guckst nicht ordentlich. Keine Angst, wird nicht mal blinzeln. So. So, du bist doch dabei. Was mach ich doch keinen Opa. Das, was von jenen geht er jetzt im Kampf auch immer so? Ihre Trauer verweilt für immer an diesem Ort. Wird er jetzt immer so reden? Ich glaube schon. Ich bin schon dabei. Analyse, mein Gott. Nethawk. Ja, er redet jetzt immer so cool. Okay, Bert hat seinen Spaß. Okay, hätte nicht gedacht, dass wir hier allein rein müssen, aber kein Ding. Habe ich kein Problem mit, ehrlich gesagt. Schau her, Nanaki. Hm. Solche Wände solltest du problemlos erklimmen können. Man kann sich klettern an manchen Wänden fortbewegen. Boah, wie geil wäre das, nur wenn man am Ende mit jedem Charakter durch die Welt laufen könnte. Das wäre so geil, ne? Ich hoffe, das wird der Fall sein. Und der einzige Grund, warum ich das noch nicht kann, ist, weil mir halt hier in der Story alles hier vorgeschlagen wird und so, ne? Okay, das ist ein bisschen komisch. So, hier soll ich nicht lang, ne? Du hast doch gesagt, soll gerade woanders hin. Da kriegt man ja eine Gänsehaut. Ich verstehe dein Unbehagen. Vor 45 Jahren gab es hier einen schrecklichen Kampf. Und die Spuren sind auch heute noch zu sehen. Willst du etwa sagen, dass die Gi bis hierher vorgedrungen sind? Kann mir vielleicht mal irgendjemand erklären, wer oder was die Gi sind? Wer nicht aus unserem Tal kommt, der kann natürlich nichts mit ihnen anfangen. Aber übe dich noch ein wenig in Geduld. Schon bald wirst du es erfahren. Hm. Oh, ich würde das ist eine Truhe. Und super Äther. Na super. Okay. Ja, was wollte ich nur sagen? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Okay, ich kann einfach runterspringen. Ja, ich hoffe, irgendwann kann man aber wirklich mit allen Charakteren rumlaufen, auch wenn das jetzt hier nicht so. Boom. Auch wenn das jetzt nicht so. Wenn ich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn man irgendwann durch die Gegend rennt, dann kann man irgendwie Leute abschießen mit Barrett oder so. Oh Gott. Was bist du? Oh, ich mag das Ding nicht vom Design her. So, eins Dinger, wirkt sagen, Elektron und Feuer. So. Oh, da redet er wieder. Oder auch nicht. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, redet er wieder normal, ne? Also normal. Zu einer tieferen Stimme soll ich. Weil ich merke ja schon einige Animationen. Mit einigen Animationen hat er immer noch irgendwie die tiefe Stimme. Ich glaube, das bedeutet, irgendwann kehrt er wieder zu seiner normalen, zu deiner alten Stimme. So. Zurück. So. Oh. Das würde ich auch gerne können. Oh, leider fehlt mir da ein Arm, mal effektiv machen zu können. Brauchst du keinen Beobachter mehr? So, eine Handgranate. So, du bist doch hier. Wo wollte ich gerade hier? So, Seelenohrring, ich glaube, den hatte ich schon mal, ne?
Psycho-Amulett. Orbosphäre. Naja, genau. Oh. So ein Auto-Ding. Ja, das ein. Habe ich noch nie so gemacht. Und in der Tales auf Reihe gibt es auch immer so ein Accessoire. Hey, wo rennst du denn hin? Wenn du irgendwie, weiß nicht, wenn du halt irgendwie ausrüstest, dann bist du einmal im Kampf wiederbelebt. Aber das Accessoire geht dann kaputt. Aber war ich noch nie ein Fan von, weiß ich nicht. Einfach besser spielen, dann braucht man das Zeug nicht. Deswegen weiß ich, ich finde da Verschwendung. Ups. So, nochmal hier zurück. Aber das ist der gleiche Weg, ne? Ja. Ne, das sind Steine. Ich dachte, wir haben Kisten. Oregano, ja. Lässt sich natürlich voll einfach finden in so einer Höhle, ne? Ich mag ja sowas, wenn man irgendwie ja gezwungen wird, andere Charaktere zu spielen, ne? Wenn man nicht immer hier die ganze Zeit mit dem gleichen Team rumlaufen muss. Ich mag es, wenn das Spiel einen so irgendwie zwingt, irgendwie so mit anderen Charakteren durch die Gegend zu laufen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So, ich will mich ja gerne mal umschauen. Gott, wie viele von diesen Dinger sind hier? Ich will mich mal gerne umschauen, also müsst ihr kurz sterben. Da kommt er. Der Angriff ist immer noch so stark, ne? So, warte mal. Alles klar. Red ist schon tot. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Gott. Ich mag es irgendwie nicht, dass hier so viele Orte zum Hochklettern sind. So viel hier sind einige Sachen schnell verpassbar. Na, kann ich hier stehen bleiben? Ne, ich muss mich mal bewegen. Sonst fall ich runter. Ha. Ich habe so gewesen Sachen voll schnell verpassbar. Dann gehe ich mich hier sehr gründlich umschauen. Na, guck mal hier. Mega Spray. Ich mal kurz hier gucken. Nein. Genau unter. Darunter. Danke. Haben wir hier auch nicht. So gut, Barrett, mein Gott. Okay. Also er beißt halt auf. Wollte schon sagen, was passiert ja gerade. Ich dachte, er wird Gegner. So ein krasser Typ mit einem Maschinengewehrarm und so ein alter Opa. Was hat der? Also, er sah diese Fackel sah nach irgendwas Wichtigem aus. Das würde ich auch gerne können. Er sah gut, Barrett. Seine Stimme ist jetzt voll ein Mix aus seiner richtigen und seiner alten Stimme. Das etwa schon alles? Ja, ich könnte auch bald mal spielen, ne? Aber das ist ja Reds Prüfung, ja, ne? Muss das jetzt leuchten? Los, los. So, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Vita einsetzen, ne? Entschuldigung, heilen. Einfach nur um Gebrauch zu machen von diesen MP-Dingern, die ich die ganze Zeit hier finde. Was hier, da ist was.
Was schon sagen, da sind so Wände. Muss ich da hochklettern, Mann? Boah. Hey, wo rennst du denn hin? Zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Eine Sekunde später sehe ich einfach nur, wie Barrett die Schnauze voll hat und rennt einfach mit mir hoch. So. Da wohl irgendwann eine Heilmöglichkeit irgendwann sein wieder, ne? So, ja, jetzt krieg ich keinen MP, ist klar. So, wenn hier nicht irgendwo eine Waffe ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Letztens habe ich ja auch die Truhe da geöffnet, da war keine Waffe für ihn, ne? Wenn ich mich irre. Deswegen habe ich mir gedacht, ne, da war für Kate Sift eine Waffe, ne? Habe ich mich auch gewundert, ne? Aber jetzt ist das hier wohl ja so was von angebracht, eine neue Waffe für ihn zu bekommen. So, himmlischer Reif. Der ist, glaube ich, neu. Oder? Ist ja vielleicht auch mal Dings hier ausrüsten, ne? Warte mal, Reif. Ist das hier einer? Hier, boah. Der die Bewegung der Himmelkörper darstellt. Boah, was? Den Bikerreif habe ich auch. Wer braucht denn hier mal vier Dinger? Wer fehlt denn hier noch hier? Cloud hat. Warum hat Cloud am wenigsten? So, dir geben wir mal den himmlischen Reif, würde ich sagen. Ne? Aber du bist immer in meiner Gruppe. Deswegen. Boah, guck mal, wie viel Dinger. Boah. So, Jofi, du hängst hier noch auf drei Materia-Plätze rum, dann kriegst du mal den Biker-Reif für mehr Verteidigung, aber sehr viel weniger magische Verteidigung. Also eine sehr besonders Motorradfahren großer Beliebtheit. Ich weiß nicht, ob mir halt gefällt, dass sie so wenig HP, so wenig Verteidigung danach hat. Ja, warte mal, kriegt sie mehr Verteidigung? Ja, kriegt mehr Verteidigung, mein Gott. Ja doch, Verteidigung ist wichtiger, ne? So, guck mal, er hat nur 52. Welt hat 145, meine Güte. Dagegen hat Yuffie ja noch. Ich glaube, okay, Ziff braucht irgendwie mehr. Ich damit dir austauschen. Ich glaube, Ziff ist mehr so im Nahkampf, deswegen braucht er ein bisschen mehr Verteidigung, ne? So. Das, jetzt läufst du ja mit voll wenig rum, aber na komm her. Ja, das ist schon besser. Ne? So. Eigentlich war das ja für sie, ne? Wird schon klappen, ne? So, und Clouds Materia kümmern wir uns ein andermal. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob die Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube nicht, ne? Müssen die am Kampf teilnehmen? Ich weiß das gar nicht. Ich bin irgendwie noch nie drauf hier. Oh, guck mal, ist fast hochgelevelt. So, dann haben wir mit Cloud ein bisschen mehr hier. Gewitter heilen. Man kann ja noch hier wiederbeleben, genau. Weil er wird immer im Team sein, ne? Deswegen wäre es vielleicht am besten, wenn er Dings bekommt, ne? Gehen wir dir mal Barriere doch. Gehen wir mal ein paar Zauber hier, ne? Noch irgendwas anderes. Geschwindigkeit. Oder Bewusstsein. Um 100% erhöhen. Machen wir das. So. So, und Jofi. Du kannst Geschwindigkeit vielleicht nehmen, ne? So. Alle ausgerüstet. Nichts an unserem jetzigen Team geändert, aber was soll's. So, hier läuft einfach da die Treppe. Der alte Mann nimmt den Aufzug.
Hier den, wie nennt man das hier? Den Treppenlift. Was Gegner wo? So, ich glaube, man merkt, dass ich mich ein bisschen zurückhalte hier mit dem Reden, ne? Um meine Stimme zu schonen. Tut mir leid. Ich wollte auch gleich noch ein paar Tonkai Star Rail aufnehmen. Da ist das ein bisschen angenehmer, weil da immer so viele Dialoge und Texte sind, ne? Da kann ich vielleicht meine Stimme noch relativ besser. Aber eine Schatzruhe ein bisschen mehr hier schonen. Aber ich will auch mal irgendwann hier weitermachen in Final Fantasy 7, ne? Deswegen habe ich hier mich entschieden, Final Fantasy 7 heute aufzunehmen. Komplett aus alter Zeit, so viel Ausrüstungsklamotten hier. Ich glaube, das habe ich aber schon, ne? Ja, aber es gerade, hab's gesehen. Ja. Fliege, geh aus dem Weg. Ja, was geht? Na. Ja, treffe ich euch alle. Mit diesem Kreisel angefangen. Einfach gedrückt halten und du machst den ja. Du. Ja, ich bekomme nichts von der MP-Heilung hier im Kampf mit. Also, ich muss noch mal zurück, um zu gucken. Guck mal, was ich hier noch finde. So viele Kisten. Mein Gott, in jeder einzelnen Kiste war was. Hm. Auch noch welche? Alter. Boah, jetzt habe ich gerade MP benutzt, jetzt kriege ich keine. Ja. So, haben wir hier alles. Ist der Bogenhagen, der die ganze Zeit so ein Geräusch macht, so blöd. Ja, ich glaube schon, ne? Alter. Die Kammer der Täuschung. Ich glaube, hier waren wir aber schon, ne? Ich glaube, wir haben ja alles, ne? Okay, dann weiter. Gut, ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt schon direkt in diesem Part hier gegen den Boss kämpfen müssen oder so, ne? Ob wir erst noch so ein bisschen chillen können, ne? Eine ruhige Note hier beenden können. Aber mal schauen, ne? Das sieht schon hier wichtig aus, leider. Ich heile mich mal. Sieht ja schon sehr wichtig aus. Oh, hier ist noch ein Raum zum Klettern überall. Der ist tot, oder? Ja, er gehörte zu den Gi. Ganz schön groß. Oho. Oh ja, in der Tat. Man soll sein Gegenüber ja eigentlich nicht nach dem Äußeren beurteilen. Aber die Gi sind genauso fürchterliche Gegner, wie ihr Aussehen es vermuten lässt. Und meine Mutter wurde von so einem... Nanaki, hier beginnt deine erste Aufgabe. Sie besteht darin, dich umzuschauen. Du musst verstehen, was hier vorgefallen ist. Alles klar. Controller vibriert. L2 war ein, um über einen herumliegenden Gegenstand, um diesen aufzunehmen und einen Ort zu tragen. Solange du L2 gedrückt hältst. Okay. Hat ihr?
Alter Guy, drück das Gift an der Pfeilspitze in den Körper ein, versteinert es den Gegner in Sekundenschnelle. Also ist effektiv im Kampf. So, Talisman RG. Hier, die ganze Zeit neue Sachen. Warte mal, das ist ein Talisman. Schal des Kreuzes. Und schützt während des Kampfes vollständig von so. Alter, wo ich den denn her? Das ist ja richtig gut. Einfach mal eiskalt hier. Sollte mich echt mal ein bisschen mehr umschauen in meinen Klamotten. Oh, Talisman Magie. Gehst du weg, du blöde Flieger? Da habe ich gerade Talisman der Cetra. Ja, du platzierst dich nicht hier hin. Willst du mich offen? Talisman Magie. Talisman da. Okay, Auflademenge der Limitleiste. Auch nicht schlecht. Oh Gott, Vorsicht, Vorsicht. So, Knochen. Oh, welke ist Rückgrat? Machen wir hier gar nichts. Nein, finde ein Relikt der Gie. Puh. Tut mir leid, ich wäre fast weggenickt. Warte. Opa, das ist meine Prüfung hier. Nimm das Gefäß ernst. Nickt er ja einfach weg. Und such mir ein Relikt der Gien, Anaki. Ah. So, das hier ist eine Keule. Damit haue ich irgendwann eine über. Was? Baobab. Okay, ich habe mich gerade so gewundert, so bringt das überhaupt was? Hat das irgendwie einen Einfluss auf irgendwas? Nee, ne? Vor allem nicht, wenn ich irgendwie neue Sachen bekomme hierfür, ne? Kriegt so viele Accessoires hier. Muss ich mal hier umschauen. Und mal irgendwann mich hier hinsetzen und gucken, was ich hier so jeden Charakter gebe, ne? So, wo ist der Baobab? Oder auch ein Ding, oder? Warten, das ist wahr. Wir sehen sich, was war, das ist wahr. Gott. War nicht irgendwie was? Baobab. Habe ich da gerade aufgesammelt? Gegenstände. Ja, wo soll ich denn das hier jetzt finden, ne? War hier irgendwie was? Dose. Okay, muss ich gleich mal in meine Aufnahme gucken. Ist ja schon 10 Minuten. Ja, der hat ja gar nicht einsammeln. Hier diese Axt. Ganz offensichtlich, was ist. Nein. Warum springst du da runter? Ach, weil da nichts mehr. Oder? Weil dieses eine Gebiet nicht kletterbar ist, alles klar. Da. Unsere leblosen Körper sind
Leiter da unter? Kann ich sogar echt. So, nehmen wir erstmal das hier. Weil hier wurde nichts kommentiert, da ist auch noch was. Weiß nicht, ob ich erstmal hier die ganzen Müllsachen hier aufsammeln sollte, ne? Nicht das hier Quest. Wurde von den Talbewohnern eingesetzt. Schau dir diese Verzierung doch einmal genauer an. Auf deinem Körper sollte genau das gleiche Muster zu finden sein. Magie als Band, eine Waffe. Ausgezeichnet. Ich wollte schon sagen, wenn Magie als Band nicht Materia Slots hat, ne? Die sind alle nicht verbunden. Okay. Bei voll auf kleine Rechner leert die Gerecherleiste und füllt die ATB-Leisten. Was? Das ist krass. Okay, warte mal hier. Schmackhafter Subvita-Biss. Nehmen wir das. Regenerative Rache aktivieren, die Rechthaltung, die TP. Gehen wir hier voll auf TP-Heilung und so, ne? Waffenfertigkeiten. Normaler Angriff, ne? Magischer Angriff ist eigentlich... Oh, wow, ja, 6 Dinger. So, direkt wieder was aus. Nimm mal Bewusstsein. Mal sehen, wie das aussieht. So, das ist schon wieder so ein Ding, ja, was hier so schwer zu aktivieren ist. Ne? Ich muss jetzt mal wieder Rechthaltung haben und dann muss ich noch 2 ATB haben. Das ist alles so kompliziert. Das ist eine Materie. So, also habe ich erstmal den ganzen Müll erstmal eingesammelt. Heilen Stufe 3, einfach mal so gratis Heilung, eine maximierte Heilung. So, wo ist das Ding? Da ist schon wieder da oben. Ich habe das gerade da untergeschmissen, du Stück. Ja gut, dann glaube ich eben hier unter, ein Stück da unter zu springen, so voll cool. Okay, jetzt kann ich da unterspringen. So. Okay. Noch nicht ran. Ja. Ich habe gerade irgendwie gehört, so ein Cosmo Canyon Kampfmusik war gerade irgendwie so. Hört sich ja gerade so an. Okay. Na, warte mal. Und sag mal, Ansporn des Hüters. Okay. Irgendwie habe ich nicht gesehen, wie sich das geheilt hat. Das war der Geist eines Gi. Er ist da oben. Selbst im Tod sind die Gi noch voller Hass auf uns. Sie wandern rastlos durch diese Höhle auf der Suche nach Vergeltung. Ziemlich lästig. Nun, auch sie haben ihre Gründe. Man sollte stets auch einen Unterlegenen mit dem nötigen Respekt behandeln. Diese Statue steht ebenfalls aus gutem Grund hier. Ich möchte daher, dass du entsprechend sorgsam mit ihr umgehst. Okay. Unsere leblosen Helden. Wir brauchen dich.
Ich mache ja schon. Okay. Einfach so loslassen. Ich dachte, er wird dann einfach so im Laufen loslassen. Bläh. Okay. Coole Ruine, sogar mit Soundeffekten und so, ne? Okay. Sie soll man nicht während der Rechthaltung einsetzen oder was? Diesen Angriff, also ich weiß nicht, soll man den nicht während der Rechthaltung einsetzen? So. Ja, ein bisschen MP Heilung hier. Oh mein Gott, Welt, du hast so viele. Nein, ich wollte nicht mich heilen. Ein paar MP, wenn es geht. Leute. Vorhin die ganze Zeit, ne? Und dann nichts mehr. Okay, was ist da los? Bogenarm mit seiner Drohne hier. Wir haben hier so einen Staubsauger. Ein moderner Staubsauger irgendwie. Ist das ein Altarraum? Ich weiß ja nicht. Sieht eher nach einer Hexenküche aus. Geht es etwa nur mir so? Das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise. Die sehen aus wie die von vorhin. Alles hat einen Sinn. Wir sind alle miteinander verbunden. Stimmt unser Leben? Wer kann das schon sagen? Aber du weißt sicher, was jetzt zu tun ist, Nanaki. Ja, ich soll die Statuen da drauf packen, ne? Hier kommt doch ganz sicher hier auf den, ne? Nein. Nein. Du Idiot. Okay, wow. What? Alter. Also. Mein Dings ist ja voll am Durchdrehen, ja, mein Schulter. Mein L2 Button. Voll am Zittern, als ich da dran gegangen bin. Was kommt denn jetzt? Verflucht noch mal. Das war's? Mein Gott. Bert sieht voll grau aus in dem Licht. Nein, es hat gerade erst angefangen. Oh Gott. Ich würde sagen, hier machen wir mal einen Schuhnitt, ne? Da liegt schon das nächste Ding, aber ich mache dann hier Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist die Truhe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier mit der Prüfung weitermachen, ne? Was haben wir hier noch? Kosmotit. Was geht? Na, Opa, was geht? Tue ich ihn echt? Das sah jetzt so aus. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Kollision mit ihnen, weiß nicht. Gut, wir machen die Prüfung der Gi hier beim nächsten Mal weiter, ne? Und gucken wir mal, was uns noch alles so erwartet, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.